Einen crazy Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge State of Decay und gleichzeitig eine längere Aufnahmesession. Auf jeden Fall, diesmal wieder keine Facecam. Die Facecam wird ab einem nächsten Projekt kommen, weil ich noch ein bisschen am Rumexperimentieren bin. Aber wir starten jetzt sofort. Ich bin gerade so still, weil eigentlich lädst du, das sollte schneller gehen. Ich will jetzt gar nichts sagen. Okay. Gut, wo waren wir denn? Die sind irgendwo mit Fetch beim Bauen. Aber was war unsere Mission? Gut, wir haben die Werkstatt fertig. Das gefällt mir. I've got a transmission coming in, I think. If you're hearing this, we could use some help. Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. Should be on your map. So, wir gehen jetzt erstmal auf die Karte. Also, da wird Hilfe gebraucht. Da. Wir kümmern uns darum. Ja, wegen dieser Anschuldigung. Stimmt. So. Wir sind nicht müde. Sehr schön. Gut, wir nehmen diese Schrottkarre, steigen ein und fahren los. Hier wird geschossen, die brauchen unbedingt Hilfe, wir sind unterwegs. Ich kümmere mich um die Leute, die da gerade Hilfe brauchen, erstmal. Wo wären die? War das hier? Ich weiß es nicht. Da, okay. Scheiße. Na, weg hier. Das ist etwas weiter weg, deswegen fahre ich doch noch was mit dem Auto. Nein, du brauchst... Na! Geh schon! Fuck, 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 fuck. Oh nein! Schnell, schnell, Gas geben, gib Gas, Auto. Das ist eine Horde, nein. Die kann ich gerade echt nicht gebrauchen. So, die brauchen hier Hilfe. So, raus hier. Raus! Steig doch raus, Mensch. Wo ist der Eingang? Alter. Boah, meine Fresse! Schlag den doch einfach. So. Boah, der Typ, ne? Der ist so schlecht. I think we can take out the worst threat. Well? Ja, wir helfen ihm. Let's roll. Wir müssen den Tobsüchtigen helfen. Okay. Wo könnte er sein? In dem Haus wahrscheinlich. Let's
Yo! Sehr schön. Das hätten wir. Gut. Nächste Mission, dann gehen wir da eben helfen. Ne, das Tobsüchtiger wieder. Jetzt gehen wir nach da oben. Oh, den Tobsüchtiger müssen wir jetzt erstmal nicht suchen. Warum ist da jetzt an unserem Auto eine scheiß Zombie-Horde? Zwei Zombie-Horden bewegen sich dahin. Super. In accordance with the new laws, all citizens sheltering at the courthouse are required to turn in any and all supplies found to the designated supply officer. Failure to do so will result in docking of rations, imprisonment, or expulsion. I'll check this out next. Copy that. So, jetzt kümmern wir uns wegen den Vorwürfen. Kümmern wir uns um die Vorwürfe so rum. Sorry. Alter, unser Auto hört sich echt gut an. Die nächste gleich links. Don't trust the army. They don't care what happens to us. They're turning us out in the goddamn street. For all I know, this is all their fault. All right, lady, that's enough. Off the ring. What do you suppose that was about? Don't know, but I think I want to find out. Tobsüchtiger. Das war jetzt kurzer Prozess. Gut, wir fahren aber weiter zur Mission Anschuldigungen. So. Wir sind jetzt fast da und dann können wir auch sofort weitermachen. Ich bin heute etwas stiller als sonst, weil... Also die ganze Aufnahmesession wird anders ablaufen als sonst, weil es mich einfach nur ein bisschen ankotzt zur Zeit, mein Leben und ja, egal. Aber wen interessiert das schon? Mich nicht. Ich habe hier gerade echt Spaß dran. Und das meine ich jetzt nicht als Witz, sondern wirklich so. So. Talk to the boys if you're looking for a trade. I'm busy here. Ich möchte eine Frage stellen. We've been hearing rumors on the CB. People out looking for supplies getting robbed. Stuff like that. I see. And you're the law in this matter, are you? More like a concerned citizen. Well, your concern is noted, but we haven't had any problems here. We look after our own. And you wouldn't know anything about this, would you? Take a walk with me, will you? Let me see if I can't explain how things are. Funny thing about people, they don't much like to challenge their assumptions. Now, me and my brother, we've done pretty well for ourselves in all this. Other folks see that, and, well, it is in the character of very few men to honor without envy. A friend who has prospered. Aeschylus said that. And an envious man is a man who will spread rumors about his neighbors. Right. Because normally, gun-running moonshiners are such upstanding citizens. Because we're businessmen. It's all about seeing the long game. Rob a man, and he'll give you what he's got in his pockets. You sell him what he wants, though, what he needs, and he'll keep on coming back to give you everything he has. Did Aeschylus say that, too? Here, let's ask Mickey. Okay,
Wie gesagt, jeder liest für sich selber durch. Nikki, our friend here is curious if we've been stealing from our fellow survivors. Seems there are rumors to that effect. Shit. If we was, wouldn't be anybody to spread no rumors. See? Nothing to it. Now watch you run along, and if we hear anything, you'll be the first to know. Okay, wir verlassen das Gebiet. Die Vorwürfe, wir wissen immer noch nicht, ob sie stimmen, aber sie streiten es natürlich ab. So. Mal gucken, ob wir das Auto mal hier stehen lassen können und wir nehmen ein Taxi mit. Das brennt nicht und ja, ist mir gerade sicherer. Junge, stirb jetzt. Perfect. Our friends and neighbors. What should we do? I think for now we should just tell our runners to stay extra sharp. We don't want to antagonize the Wilkersons if we don't have to. All right, I'll let everybody know. You watch yourself out there too. Zum 15 für dieser Gemeinde, okay? Guck dir das mal an, jetzt ist das Taxi schon kaputt, nur wegen dieser Zombie-Horden. Okay, nächste Mission wäre zu Hause, sehr schön. Jetzt brennt das Taxi auch schon, sehr, sehr geil. So. Hä? This is bullshit. We're just trying to survive out here. You can't kill us for that. Uncle Sam would seem to disagree with you there. Our orders are to evict squatters. With lethal force if they resist. You resisted, so just let us go. I got kids, man. And yet you're out here, violating quarantine, unlawfully occupying people's homes. Great parenting. Look, we're sorry, right? We're just trying to get by, same as everybody. You got 30 seconds to get out of my sight. 30, 29, 28. 27, 26. Okay. Jesus. This is about the biggest crock of horse shit ever. We're done here, Sergeant. Tell your men to prep for evac and RTB. Yes, ma'am. Why don't you make yourself useful and go babysit those two? Sehr geil. Kann ich hier schießen? Schade, nein. Kann ich mich an den vorbeischleichen in das Haus? Boah, ich bin im Haus drin. Die bleiben jetzt hier stehen oder was? Okay. Laufen wir mal zu Karen. Anybody home? Hier ist wohl keiner zu Hause. Aber okay, such mal weiter. Finde die Überlebenden ist gerade unsere Mission.
Diese Armee, beste Armee. Könnte ich mir aber wirklich in Real Life so auch so vorstellen, oder dass die wirklich damit was zu tun hätten. Haben, nicht hätten, sondern haben. Teeballicht? Ja. Hello? Consider this one, sir. Okay, wo könnten die jetzt sein? Hör auf, mich zu beißen, du hässliche blöde Kuh. Und du stehst hier bitte nicht noch einmal auf und stirb endlich, du hässlicher Mongo. Beiß mich noch einmal, Alter. Das ist so scheiße zu schießen. I need a breather. Wie es aber weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt crazy und tschüssen.